Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, Leistung muss sich wieder lohnen. Dieser Grundsatz, dieses Ziel müssen wir in Deutschland für unsere Bürger endlich wieder verfolgen. Und genau dahingehend geht auch unser Antrag. Seit Jahrzehnten wird es immer unattraktiver, ein eigenes Handwerksunternehmen zu gründen. Denn das kostet Kraft, Zeit und Geld. Einer Sonderumfrage zum Thema Selbstständigkeit zufolge würden nur 42% der Unternehmer empfehlen, sich selbstständig zu machen. Und genau das ist ein Warnhinweis. Das ist erschreckend. Und die Ursachen sind klar, werte Kollegen. Die Bundesregierung der letzten Jahrzehnte haben es geschafft, Deutschland klein zu schrumpfen. Besonders KMUs sind vom Regelungswahn, der Bürokratisierung und der hohen Abgabenlast ungleich mehr belastet wie große Industrieunternehmen. Und diese werden ja nun zusätzlich durch Herrn Habecks Politik auch noch aus dem Land geschleust. Sie mögen die deutsche Wirtschaft offensichtlich sehr wenig. Wer also soll in dieser Situation noch Interesse haben, einen Handwerksberuf zu erlernen und ein neues Unternehmen aufzubauen? Und ja, die Kraft, etwas zu beginnen und durchzuhalten, muss jeder Jungunternehmer aufbringen. Viel schwieriger ist aber der Weg dahin. Und dieser beginnt bereits in der schulischen Ausbildung. Hier müssen wir die Schüler wieder viel stärker, zum Beispiel über den Werkunterricht für praktische Arbeit, informieren und vor allem motivieren. Dort wird zuerst über Berufe gesprochen und auch, was man dann wert ist. Dabei sollte es jedem klar sein, Deutschland braucht kluge Ingenieure und geschickte, leistungsfähige Handwerker. Und wir sind es, und ich spreche da als Handwerksmeister, die neue Produkte bauen, verwenden und verkaufen. Wir erzeugen und erhalten Werte. Es scheint noch immer ein Bild bei den Kindern erzeugt zu werden, dass es sich nicht mehr lohnt, weder im Ansehen noch finanziell einen Handwerksberuf zu ergreifen. Machen wir weiter. Entscheidet sich ein Absolvent, egal ob von der Realschule oder vom Gymnasium, für einen Lehrberuf, ist schon viel gewonnen, egal aus welchem Elternhaus, und zwar für Deutschland und unsere Bürger. Jede Branche sorgt sich um den Nachwuchs. Mit jedem Handwerksunternehmen, das nicht weitergeführt werden kann und schließen muss, verlieren wir einerseits Wissen um die Kunst des Berufs und damit, und das ist viel schlimmer, Tradition und Kultur. Andererseits, und das ist ein kurzfristiges Problem, können wir die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht mehr absichern. Die Heizungen bleiben zukünftig nicht nur kalt, weil die Sanktionspolitik der Bundesregierung den Bürgern das Geld aus der Tasche zieht, sondern auch, weil es keinen Heizungsbauer mehr gibt, der die Heizung baut, wartet und repariert. Sehen Sie, wie viel Kapital wir hier für unsere Zukunft vergeben. Aber gehen wir zum idealen Fall zurück, in dem ein junger Mensch einen Gesellenbrief erlangt hat. Hier steht man nun vor einer großen Entscheidung. Angestellt bleiben oder Weiterqualifizierung und eigene Firma gründen. Wie Sie alle wissen, ist die Meisterausbildung ein reines Privatvergnügen und meist neben der eigentlichen Arbeitszeit zu erbringen. Und aus eigener Erfahrung möchte ich sogar für diese Mehrfachbelastung werben. Es lohnt sich und es ist wichtig. Nur über die nächste Generation der Meister können Betriebe weitergeführt werden und die Gewerke auch überleben. Und hier kommt wieder die Politik, also wir alle hier, ins Spiel. Lassen Sie uns deutlich stärkere Anreize, finanzielle Anreize in der gesamten Ausbildungsstruktur der Handwerksberufe schaffen. Wenn wir mehr Meister wollen, brauchen wir auch deutlich mehr Gesellen. Und deshalb ist es wichtig, unendlich wichtig, dass wir ein Signal in das Land senden. Handwerksunternehmen und Meister gehören zu Deutschland. Und Leistung wird sich auch in Deutschland wieder lohnen. Das muss unser aller Auftrag sein. Und deshalb bitte ich um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht nun Katrin Schau.